Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Da sind wir wieder und sind noch immer in der Stadt unterwegs, aber wir werden uns jetzt mal rausbegeben, denn wir müssen noch das ein oder andere sammeln. Wir gehen erstmal zu Lonlon Farm. Da waren wir lange nicht mehr und hoffentlich finden wir hier auch noch das ein oder andere Exemplar, das wir benötigen. Wobei, vielleicht sollten wir erstmal schwimmen lernen, das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier lernen werden, in der Stadt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war so. Wisst ihr, wie lange es her ist, dass ich das Spiel gespielt habe? Komm schon, gucken wir mal. Geh mal weg, Opa. So, hallo, Herr Bürgermeister. Wir haben ja jetzt mit den Schuhen die Möglichkeit, die Masken runterzureißen. Damit kommen wir oben durch. Bums, bums. Sehr schön. Dann müssen wir den Pott noch umdrehen. Sehr schön, jetzt können wir uns jederzeit verwandeln. Und hoch und runter. Das ist schon mal schön. Lalalala. Aber ich glaube, hier soll ich noch nichts tun, oder? In diesem Haus wohnt ein wichtiger Mensch, der Bürgermeister. Hager heißt er. Der Bürgermeister sammelt Masken und stellt auch selbst welche her. Ja, das ist ganz toll. Bringt mich nur im Moment überhaupt nicht weiter. Also soll ich hier noch nicht her. Gut, dann gehen wir wirklich erstmal zu Lonlon Farm. Das, was wir hier machen müssen, ist für später gedacht. Gut, wir brauchen das nächste Element. Geh weg hier. Oh, und wir könnten uns auch hier unten durchgraben. Na, das machen wir später. Immerhin, wir müssen jetzt erstmal nicht sammeln, wir müssen erstmal nicht suchen. Das meiste ergibt sich auf dem Weg. Und wir gehen erstmal in die Lonlon Farm. Hier durch. Da wieder raus. Moin, moin, mein Freund. Schön, dich wiederzusehen. So, da gucken wir uns ganz in Ruhe um. Wir hatten jetzt hier die Möglichkeit, irgendwo hochzugehen. Ah, und das Ding können wir jetzt auch nutzen. Das heißt, den Busch, den wir dort sehen, den Wald, dafür benutzen wir die Schuhe und bums, damit können wir diesen Baumstumpf freilegen und uns klein machen. Das ist schon sehr praktisch. Einmal bitte aufteilen. So, denn wir müssen auch hier nochmal hoch. Denn hier oben wartet ein weiterer Tingel auf uns. Wollen wir gleich Fragmente vereinen? Ja, wollen wir. Ich hoffe, ich habe dein Fragment. Nein, ich habe es nicht dabei. Verdammt. Du möchtest nicht? Dann passiert auch nichts Gutes. Ja, gib mir das Fragment und dann machen wir es. Jetzt muss ich gucken, ob ich das richtige Fragment bekommen habe. Ja, habe ich. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt können wir. Guten Tag, Kaffi. Ich bin wieder da. Los, Fragmente vereinen. Ja. Da ist es. Perfekt. Die beiden Fragmente passen perfekt. Sehr schön, jetzt geschieht etwas Wunderbares, das wir auf jeden Fall brauchen. Sehr schön, ein zweiter Eingang direkt unter dem Schloss ist frei geworden. Sie passen perfekt, mein Bruder wird sich freuen. Das glaube ich auch. Aber wir sind noch nicht durch. Hier komme ich gar nicht mehr zurück. Gut, dann gehen wir außen rum. Schwupps. So, und da könnten wir rein, in die Höhle. Wenn denn dort eine Höhle ist, das ist die Frage. Müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dafür müssen wir wahrscheinlich auch Fragmente vereinen. Sonst wird hier nichts geschehen. Oh, eine Kiste. Mit einem Glücksfragment. Ja, warum auch nicht? Das heißt, ich habe ein Fragment vereint, um ein Glücksfragment zu bekommen. So, ein Herzteil haben wir schon mal bekommen. Eins brauchen wir noch, dann haben wir schon wieder einen neuen Herzcontainer. Dann sind wir bei 9. 9 ist okay, aber jetzt haben wir noch 8. So, wieder zurück. Zurück verwandeln und weiter geht's. Mit dem Wirbel kommen wir noch nicht mit, beziehungsweise nicht mehr, brauchen wir auch nicht. Du musst sterben. Du musst sterben. Den Stein haben wir schon zurechtgerollt. Und ich brauche meinen Zauberstab. Da ist er. Zauber, Zauber, Finibus. Hier können wir uns wieder kleiner machen, aber hier ist kein Tingel. Vielleicht wird der Tingel aber woanders erscheinen. Ich
Flieg mal mit dem Wirbelwind. Hier rüber. Da hinten ist eine Höhle. Da könnten wir gegebenenfalls durch. Da will ich mal hin. Komm, Link. Wir versuchen es mal. Ob wir es jetzt schaffen, ist natürlich fraglich. Ich denke, dafür müssen wir schwimmen. Aber wir versuchen es einfach. Wir haben die Zeit. Wir haben die Möglichkeiten. Ja, da kommen wir so nicht durch. Hier oben war was anderes. Da war nur die Kiste mit dem Fragment. Gut, dorthin müssen wir schwimmen. Schwimmen können wir noch nicht. Das machen wir alles später. Aber immerhin, wir haben jetzt schon zwei Tingles gefunden. Das ist gut. Schweben wir einmal rüber. Vielleicht finden wir hier auch noch einen Tingle. Sieht aber auch nicht danach aus. Immer schön alles umgraben. Vielleicht finden wir noch ein paar Fragmente. Können wir auch gebrauchen. Gerade eben auch die grünen. Das eine haben wir gerade wieder weggegeben. Nicht, dass ein Tingle noch so ein Fragment haben möchte. Dann habe ich ein Problem. Wir schweben einmal komplett nach unten. Töten den. Und den. Suchen nach Fragmenten. Finden keine. Gehen weiter. Und kommen in diesen Waldabschnitt, in dem wir schon mal waren. Ich glaube, das ist der ganz normale Waldabschnitt, ne? Hier war die Hexe. Ja, I remember that. Ich erinnere das. Da war die Kiste, unten war das Herzteil. Da haben wir jetzt eine Höhle. Vielleicht sollten wir die mal aufmachen, da waren wir noch nicht drin. Vorher suche ich hier noch nach Fragmenten. Herzen sind auch sehr schön, ja. Rubine brauchen wir nicht mehr. Bomben sind auch nett. Und wegen den Muscheln wollte ich schon immer mal gucken, aber irgendwie habe ich es nie geschafft. Wozu sind diese verdammten Muscheln? So, bitte einmal graben gehen. Was haben wir denn hier? Eine Kiste mit einem Glücksfragment. Das ist schon mal schön. Graben uns weiter. Nee, da muss ich nicht lang. Aber da könnte eine Kiste sein, ne? Na, verdammt. Was bist du denn? Du bist eine komische Wurst, mal ganz ehrlich. Ist das ein Schalter? Hier soll ich ein Fragment vereinen. Bitteschön. Aha. Gut, das habe ich auch in meinem Einzelspiel nicht gemacht. Oh. Der Grone. Das hat nicht geklappt. Alleine schafft man es nicht. Ich habe das Gefühl, jemand ruft nach mir. Ein Freund ist in Not. Hey, ich helfe dir. Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Ah, okay. Gut, wir haben ihn wieder weitergebracht. Oh, ich bin stolz auf unsere Leistung. Ja, sehr nice. Gut, dann gehen wir hier hoch. Und sind am Hylia-See. Aber wo genau? Okay. Das ist interessant. Ups. Hier brauchen wir die Möglichkeit, die Schuhe zu nutzen. Ich glaube, hier soll ich noch gar nicht her. Nee, davon gehe ich aus. Hier sollte ich garantiert nicht her. Notiz von Hagar. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen und etwas zu rammen. Genau, damit haben wir das hier freigeschaltet, aber das bringt uns noch überhaupt nichts. Wir sind hier noch völlig verkehrt. Zumal wir nicht mal schwimmen können. Da müssen wir erst hin, wenn wir mit dem Wassertempel soweit durch sind. Verdammt. Also völlig umsonst hergegangen. Na, was heißt völlig umsonst? Wir haben immerhin die Goronen freigeschaltet. Das ist für mich schon ein großer Erfolg. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal den normalen Weg zum Wassertempel finden. Sonst wird das nichts. Dankeschön. Tja, Hexe.
Das war's. Tschüss. Mehr wollte ich hier nicht. Ich will dahin, wo die Schweine sind. Oh, hier komme ich nicht zurück. Mann, so ein Dreck. Das heißt, ich muss jetzt nochmal komplett rum? Ist das fies. Ich denke mal, zu den Goronen brauche ich noch nicht weiter rein. Deswegen werden wir jetzt noch einmal ganz rumgehen. Durch die London Farm. Vielleicht können wir hier auch nochmal irgendwann Abkürzungen schaffen, das wäre schön. Vor allem, wenn wir schwimmen können. Dann haben wir bessere Möglichkeiten, dann können wir einfach so durch. Ach, dann ist so viel einfacher. Hier können wir nach oben. Den können wir nicht loben. Aber wie, hey, können jetzt das Hündchen füttern. Bitteschön. Leere Flasche erhalten. So, und das Hündchen ist glücklich. Kann ich mit dir auch Fragmente vereinen? Ich glaube nicht. Aber zumindest kann ich den Stab nutzen. Und mich jetzt jederzeit hier verwandeln. Die Frage ist, wofür? Mein Herrchen Aya kommt immer so spät nach Hause, Winsel. Fragmente vereinen, Wuff? Ja. Die beiden Fragmente passen perfekt. Mal sehen, was dann passiert. An einem See, wo wir klein sind, erscheint eine Kiste. Okay. Puh, wo ist das denn? Ach, das ist da hinten bei dem Haus. Ich verstehe. Mhm. Gut zu wissen. Ja, sie passen perfekt. Wuff. Passiert jetzt was Gutes? Nein, ich glaube nicht. Wir kommen ja auch nicht raus als kleiner Mensch. Oder? Kann man hier rein? Nö. Dann haben wir es soweit geschafft, werden wieder groß. Und guck mal, was es sonst noch gibt. Da können wir nachher schwimmen. So, ich sollte mein Schwert mal wieder rausholen. So. Jetzt können wir wieder weitermachen. Hier ist noch ein Tingel. Hallo, Herr Tingel. Ja, wir wollen Fragmente vereinen. Was haben wir denn noch Schönes? Oh, da fehlt mir wieder ein grünes Fragment. Das habe ich gerade ausgegeben. Wie, du möchtest nicht? Doch, ich will, aber ich kann nicht. Ich habe keine Fragmente mehr. Beim ersten Spieldurchlauf habe ich, glaube ich, 10 von jedem dieser grünen Fragmente gehabt. Aber da habe ich auch jeden Busch umgedreht. Da sind die dann relativ häufig gekommen. Oh, hier kommen wir gar nicht durch. Habe ich den Weg nicht freigeschaltet? Vielleicht hole ich das nächste Mal nach. Dann brauchen wir... Obwohl, wir holen das jetzt nach. Denn es ist einfacher nachher auch für das Häuschen im Wald. Dann haben wir das hinter uns. Und nachdem wir das gemacht haben, gucken wir uns denn hier oben weiter um. In der Hoffnung, irgendwie zum Hylia-See zu kommen und damit den Waldtempel zu bestreiten. Ich denke, wir müssen uns erst einmal darum kümmern, die Wasserdrachenschuppe zu bekommen. Hoffentlich können wir überhaupt von hier aus Richtung Norden. Aber eigentlich müsste es doch gehen, oder? Immerhin wurde da ein Weg angezeigt. Nee, geht nicht. Müssen wir von ganz woanders kommen. Na gut. Wagen wir noch einen weiteren Weg, bevor wir uns hier verabschieden von der London Farm und irgendwo hingehen. Wo wir vielleicht dann doch die Wasser-Drachenschuppe bekommen. So, hier will ich einmal hoch. Seeler Wasserfall. Vielleicht haben wir hier die Möglichkeit, die Schuppe zu erhalten. Vielleicht aber auch nicht. Hier kommen wir wieder runter, aber hier ist nichts. Da wird wahrscheinlich irgendwann auch eine Kiste entstehen. Ein Herzteil. Ja, sehr nice. Und wieder haben wir einen Herzcontainer. Das bedeutet... Autsch. Verdammt, nur eins. Hässliche Viecher. Ich mag euch nicht. Ich will euch loswerden. Da. Gut, geschafft. Ja, schön. Zu diesem Wasserfall kommen wir erst einmal nicht. Das heißt, wir müssen erst einmal irgendwo die Wasserdrachenschuppe bekommen. Oh, hier können wir rein. Warte. Zack.
Okay. Und dann kommen wir hier hoch. Aha. Vielleicht gibt das die Möglichkeit, uns irgendwie die Wasserdrachenschuppe zu besorgen. Das wäre toll. Ab nach oben. Hier komme ich doch gar nicht durch. What? Wozu? Nein. Ich kann oben auch nichts entfernen. Ich kann da nicht lang. Ach, Mann, ey. Schloss von Hyrule wird man uns auch nicht weiterhelfen. Aber ich will da auf jeden Fall mal rein. Moin. Nee. Hier brauchen wir noch nicht weitermachen. Wir gehen einmal kurz hier oben hoch. Sehen, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu verwandeln, wenn wir hier die Schuhe anwenden. Bums. Kommen wir da hinten rein. Vielleicht sollte ich das mal machen. Aber es gab hier irgendwo noch eine Teleportationsmöglichkeit. Ich glaube, die wird erst später links freigeschaltet. Das heißt, wir benutzen jetzt erstmal die Verwandlung. Und gehen hier oben hoch. Moin. Welch seltene Ehre. Ich will Fragmente vereinen. Ja, wir können sogar ein Fragment vereinen. Bitteschön. Die beiden Fragmente passen perfekt. Und damit geschieht, dass dort der Baum wegkommt. Ah. Er ist zwar wieder repariert, aber wir haben keine Möglichkeit, da irgendwas zu holen. Das wäre vielleicht, wenn wir noch ein anderes Fragment vereinen. Dankeschön. Tschüss. Ja gut, das haben wir geschafft. Ich bin hier ganz stolz auf unsere Leistung. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwie weiterkommen. Hier könnten wir rein. Gut zu wissen, hier sind auch keine Wachen unterwegs. Aber es gibt auch keine Möglichkeit, uns größer zu machen. Sehr schade. Also hier gibt es noch nichts für uns zu tun. Wir können uns gerne nach unten umsehen, aber ich glaube auch nicht, dass hier irgendwas Besonderes ist. Nee. Das ist noch völliger Mumpitz. Moin. Nee, hier ist nichts. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Schade. Ich habe echt gedacht, wir finden noch was ganz Cooles, was ganz Tolles. Ist nicht der Fall. Das Schöne ist, dass ich im Let's Play so viele Möglichkeiten habe, mich umzusehen, weil ich nämlich alles im Let's Play mitnehmen möchte. Das hat man im Einzelspieler nicht, da will man einfach mal so schnell wie möglich das Spiel durchspielen, um zu sehen, ob man relativ weit kommt und wo es lang geht und so weiter und so fort. Eine Fee haben wir noch. Wir könnten noch eine zweite Fee mitnehmen, aber ich lasse die Flasche frei für den Fall, dass wir sie noch brauchen. Und dann gehen wir zurück in die Stadt. Dann muss dort irgendwas sein, gegebenenfalls auch die Wasserdrachenschuppe erhältlich. Das wäre schön. Na, mein Freund. Ich bin hier, um ein Buch auszuleihen. Eigentlich müsste schon geöffnet sein. Na, aber offensichtlich ist sie es nicht. Oh, warte mal. Da fällt mir was anderes ein. Vielleicht sollten wir doch ins Schloss. Irgendjemand müsste mir, glaube ich, erzählen, dass die Bücherei wichtig ist. Oh. Wisst ihr was? Ich schaue mich mal im Schloss um. Aber da kommen wir nicht rein. Auf Befehl des Königs darf hier niemand durch. Also geh nach Hause. Okay. Dann wart ihr da schon mal nicht. Aber irgendjemand muss mir erzählen, dass die Bücherei gegebenenfalls die Bücher hat. Das heißt, ich muss mit den Leuten über die Minish reden? Über die Geschichte der Minish.